Christoph Vogels lebt für den Kajaksport, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wir begleiten den Kajakfahrer und seine Kollegen auf ihren Touren durch Europa, Südamerika und Afrika. Ich fahre schon Kajak, seit ich relativ jung bin. Ich glaube, 5 war ich alt, als meine Eltern mich das erste Mal mitgenommen haben. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben dann. Ja, beim Kajakfahren kommt man halt erstens an Plätze hin, wo man sonst nicht hinkommt. Sei es halt, dass man mit dem Kajak relativ viel reist. Also unter anderem Afrika, Südamerika habe ich das schon gemacht. Natürlich auch hier im Alpenraum in Europa. Und zum anderen ist man halt immer mit seinen Freunden unterwegs. Das ist zwar eigentlich ein Einzelsport, also wenn man im Boot sitzt, ist man für sich selber erstmal verantwortlich, aber irgendwie ist man doch immer mit seiner Gruppe unterwegs, die dann auch irgendwie einen Sicherheit gibt und auch die für die Sicherheit verantwortlich ist. Von daher ist es irgendwie auch ein Teamsport und ja, das macht es eigentlich aus dann. Einfach mit seinen Freunden eine gute Zeit haben und auf dem Fluss unterwegs sein und abends dann gemütlich mal am Lagerfeuer sitzen, ein Bierchen trinken. Ja, ich kann auf jeden Fall Nein sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit überlebenswichtig, wenn man irgendwie wirklich schwere Sachen fahren will. Ich war 2013 in Chile, da bin ich den höchsten Wasserfall gefahren, den ich bisher gefahren bin, mit 24 Metern. Da bin ich 3-mal dran gestanden und habe Nein gesagt und beim 4. Mal hat dann alles gepasst. Und das ist auch wirklich tagesformabhängig und davon muss man halt irgendwie auf sich hören, ob es jetzt passt oder nicht. Die Versaska ist schon relativ schweres Wildwasser, hat 2 Abschnitte. Es geht relativ gut runter, hat starke Verblockungen. Man muss aufpassen, dass man nicht unter die Felsen gezogen wird. Das Ganze bei starkem Gefälle. Das ist so die Herausforderung. Ja. Also mir selber ist Gott sei Dank noch nichts passiert, aber die Szene ist halt relativ klein und da kriegt man halt doch leider jeden Unfall mit. Ein paar gibt es dann doch. Ich glaube aber, dass es doch einige Sportarten gibt, die relativ gefährlich sind im Gegensatz zum Kajakfahren. Wenn die Sonne scheint, ist es da super schön und die Natur ist der Hammer. Man will immer eine Wasserstufe höher fahren. Es gibt ja 1 bis 6 und man will schon ein bisschen immer mehr
Ja, Hochwasser ist immer relativ. Also es gibt Hochwasser, was mit dem Kajak noch befahrbar ist, was dann für uns als Hochwasser zählt. Und dann gibt es halt richtig extremes Hochwasser, so wie wir es ja auch erlebt haben dann, als es dann über Nacht geregnet hat. Dann ist der Fluss halt einfach so groß und so reißend, dass er durch das Gefälle einfach nicht mehr beherrschbar ist. Und das wäre dann einfach lebensmüde, dort einzusteigen dann. Und die Mangia verträgt halt einfach ein bisschen mehr Wasser. Die hat ein größeres Flussbett, hatte auch nicht ganz so viel Gefälle. Aber das ist dann Herausforderung und Reiz zugleich. Also es wird dann halt einfach alles eine Nummer größer, wenn es dann richtig Hochwasser hat. Ich glaube, wir hatten an dem Tag 300 Kubik statt 30 Kubikmeter, wie wir es die Tage davor hatten. Ja, und dann wird halt so eine Welle halt einfach um Vielfaches größer. Muss aufpassen, dass man nicht in so einer Walze hängen bleibt. Treibholz kommt mit, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber auf der anderen Seite macht es halt tierisch Spaß, auf diesem riesen Fluss dann runterzufahren und dann die Kräfte des Wassers dann irgendwie mit dem Boot auszunutzen und da einfach seinen Spaß zu haben. Deutscher Meister war ich im Freestyle-Boot. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also die Boote sind ein bisschen kleiner, sind so zum Wellenreiten auf dem Fluss ausgelegt und dann kann man auf dieser Welle halt Tricks machen. Genau, da bin ich damals Deutscher Meister geworden. Und mit dem Wildwasserboot bin ich vor 2 Jahren auch bei der Weltmeisterschaft im Ötztal gestartet. Und ja, habe mich da zwar gegen die Weltelite nicht ganz durchsetzen können, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Man hat einmal halt den Kick, wenn man da irgendwelche schweren Stellen runterfährt. Das ist halt eine unheimliche Herausforderung. Also Angst sollte man nicht haben, ist meine persönliche Meinung. Es sollte immer noch beherrschbar bleiben dann. Aber klar, darum geht's. Und auf der anderen Seite halt dann diese Natur. Man kommt halt echt an Plätze, wo man sonst überhaupt nicht hinkommt, außer im Boot halt. Das ist halt ein unglaubliches Erlebnis. Und dann, wie gesagt, irgendwie einfach mit den Leuten auf dem Fluss sein, mit seinen Freunden unterwegs sein, da eine gute Zeit haben. Die Klamm ist ziemlich eng und
man muss schon öfters mal gucken, wo man lang fährt, weil bei jedem Pegel ist es anders. Da muss man eben mal gucken, dass man die richtige Linie kriegt. Christoph Vogels ist Wildwasserkajak mehr als nur ein Sport. Es ist Leidenschaft, Freiheit, Abenteuerlust, Herausforderung, Gemeinschaft und sportlicher Wettkampf. Aber das Wichtigste für ihn ist, einfach nur mit seinen Freunden am Fluss unterwegs zu sein und Spaß dabei zu haben. Und den haben sie eigentlich immer.